Twitter. Wann warst du das letzte Mal in Polen und wie gehst du da mit deinem Image um? Also das Image in Polen, das ist ja sehr stark geprägt durch nationalistische Strömungen und das, was sich da wieder gespiegelt hat. Ich habe polnische Freunde auch in Deutschland. Ein Mitarbeiter von mir ist ein junger Pole. Aber ich nehme das alles nicht persönlich, was in Polen dort verbreitet wird. Es geht nicht um die Person Erika Steinbaruch. Es geht um das Thema. Meine Vorgänger im Amte sind genauso. Man hat mit dem Czaja, meinem Vorvorgänger, hat man die Kinder in Polen erschreckt, wenn du nicht brav bist, kommt der Czaja. Ja. Das heißt, es ist das Amt, die Materie, die behandelt wird, weil man die wegdrücken möchte. Und da ist es in Polen anders als in der Tschechischen Republik. In der Tschechischen Republik gibt es jede Menge Intellektueller und meine besten Gesprächspartner in Prag sind die linken Intellektuellen. Hier bei uns in Deutschland ist die Linke eher der schwierige Teil. In Prag sind die Linken meine Verbündeten. Ah ja. Aber in Polen habe ich in Polen können sich die Historiker das kaum leisten, wirklich offen mit dem Thema umzugehen, positionieren. Die riskieren dann ihren Job. Inwiefern offen? Also wir hatten dürfen Sie da manche Sachen nicht sagen? Ja, auch der Kontakt zu unserem Verband ist für die gefährlich, beruflich gefährlich. Wir hatten in unserer Stiftung Zentrum gegen Vertreibung einen jungen polnischen Historiker drin, der sich mit einem Massaker in Bromberg als Historiker beschäftigt hat. Und der sagte mir dann, also Frau Steinbach, ich bedauere das sehr, aber ich kann nicht weiter bei Ihnen im Beirat bleiben, das kostet mich meinen Job. Da habe ich Verständnis dafür. Das kann er nicht. Der hat zwei kleine Kinder gehabt. Politik. Ja. Nicht nur im Dritten Reich. Ich habe, glaube ich, eine Umfrage gelesen. Da ist, sind Sie nur noch, dass noch Herr Ahmadinejad aus dem Iran unbeliebter bei den Polen als Sie. Also Sie sind, glaube ich, vor Wladimir Putin. Die Frage hieß, vor wem fürchten sich die Polen am meisten? Ich sagte, es gibt es nicht sowas. Erster Stelle Putin, zweiter Putin. Stelle Steinbach, ja. Dritter Stelle Ahmadinejad. Das heißt, ist das ein Kompliment jetzt oder ist das nein, so das ist, immer es noch? Es ist irrational. Man kann das nicht rational begründen. Ja, ich meine, die anderen beiden haben ja Macht. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die Mitglieder meines Verbandes, die jetzt ihre Heimat dort hatten, in Schlesien, in Ostpreußen und so weiter, die fahren ja tagtäglich dahin. Erstmal so etwas schüchtern gucken und so. Und dann haben sich eine Menge Partnerschaften gebildet, Freundschaften gebildet. Da geht es ganz normal und in großen Teilen auch selbstverständlich vor sich inzwischen. Und in dem Bereich, wo früher die Deutschen lebten, in dem polnischen Bereich, hatten die Kaczynskis nie eine Mehrheit. Da haben also die polnischen Nationalisten die Füße nicht so auf die Erde gekriegt. Da sind eher die Liberalen wie der Donald Tusk, die haben da gewonnen immer. Das ist ein gutes Zeichen. Weil man die Vertriebenen dort kennt, die wissen, die kommen nicht mit Handgranaten in der Tasche, sondern mit Geld, mit Neugierde, mit Heimweh etwas, mit offenem Herzen und dem Willen zum Dialog auch. Hast du den auch? Natürlich, ja. Gut. Ich habe ja schon in Prag an der Wyszynski-Universität, der katholischen Wyszynski-Universität, auch eine Rede gehalten. Sagten hinterher dann die Gesprächspartner, ja, Sie sind ja ganz anders, als Sie uns geschildert sind. Das Medienbild ist ein völlig anderes. Und als meine Eltern noch lebten, mein Vater sagte immer, wenn er wieder irgendwas gelesen hat, ja, so ist doch die Erika gar nicht. Ja, so ganz richtig, so ein bisschen engagiert, so empört engagiert, wie kann man seine Tochter so verkennen? Der kennt mich halt nun nicht.